Meine Meldung der Woche ist diese Woche: Schleswig-Holstein is going digital. Ich habe allein in der letzten Woche 5 Termine gemacht, die alle mit Digitalisierung in Schleswig-Holstein zu tun hatten. Angefangen in Lübeck beim Hanse Hack, einem Hackathon, bei dem ganz viele junge Unternehmen und junge Leute als Programmierer dabei waren, um zu gucken, wie man in Lübeck Anwendungen noch viel besser durch Digitalisierung machen kann. Über andere Veranstaltungen, Pitching-Event, wo das Baltic Business Angel Network, also ein Netzwerk von Business Angels, eingeladen hat, um junge Startup-Unternehmer auch mit Investoren, aber vor allem mit Business Angels zusammenzubringen. Das 30. Jubiläum einer fast Weltmarktführerunternehmung in Kiel, die Verlagssoftware programmiert, heute noch beim Handwerk, wo es um die Digitalisierung des Handwerks geht und vieles auch im Rahmen der digitalen Woche Kiel, die, wie ich finde, ein gutes Event ist, bei dem wir zeigen, wie gut wir da eigentlich unterwegs sind im Bereich der Digitalisierung. Die Landesregierung tut alles, um sowohl von der Infrastrukturseite, aber auch von dem Mitnehmen der Unternehmungen, der Menschen in die Digitalität hinein, Weiterbildung, Fortbildung vorantreibend, aber eben auch den Glasfaserausbau vorantreibend, dass Schleswig-Holstein zu einer Vorzeigeregion wird im Bereich der Digitalisierung. Zum Schluss vielleicht noch ein kleiner Hinweis an alle Personalverantwortlichen, denn in dieser Woche gibt es in Schleswig-Holstein einen Weiterbildungstag am 26. September in Norderstedt, wo man sich über digitale Weiterbildung in Unternehmen nochmal richtig gut informieren kann. Melden Sie sich an, nehmen Sie teil an diesem Schwung, den Schleswig-Holstein gerade in der Digitalisierung aufgenommen hat.